4 Updates und 12 neue Mods wurden heute im ModHub hinzugefügt und die schauen wir uns gleich an. Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming und hier schauen wir uns die Mods an, die heute hinzugefügt oder abgedatet worden sind und zwar im ModHub von Giants. Als erstes schauen wir uns das Power Tool an und zwar hat dies ein Update erfahren auf die Version 1.1.0. Der Autor des Mods ist W33ZL. Und zwar ist bei diesem Update folgende Sachen korrigiert worden. Und zwar das Hinzufügen und Entfernen von Geld im Multiplayer sollte jetzt korrekt funktionieren. Auch gefixt wurde, dass das Spiel nicht mehr abstürzen sollte, wenn es über den Konsolenbefehl EE beendet oder neu gestartet wird. Neu hinzugekommen ist die Option zum Speichern des Spiels über das Menü oder über einen Schnellspeicher-Hotkey und das schauen wir uns gleich an. Im Menü finden wir unter Power Tools die Möglichkeit, einen Hotkey für die Schnellspeicherung des Spiels festzulegen. Des Weiteren wurde hinzugefügt, dass jetzt beliebige Paletten gespawnt werden können. Das heißt nicht nur diese, die im Shop verfügbar sind, sondern alle anderen Möglichkeiten auch. Dies finden wir jetzt im Power Tool unter dem Punkt 1 Objekte und Materialien hervorbringen. Da können wir zum Beispiel sagen Palette, okay, und dann kann ausgewählt werden, welche Art von Palette gespawnt werden soll. Da können hin bis zu Kleider, Möbel und so weiter und so fort. Alles, was produziert werden kann, kann als Palette gespawnt werden. Des Weiteren wurde hinzugefügt, dass nun jede Art von Ballen erzeugt werden kann. Sowohl Rund- wie Quaderballen, sowie auch alle Größen und alle Typen. Also wir haben hier Ballengras, Ballensilage, Hackschnitzel, Baumwolle, Stroh, Heu und so weiter. Ja, das ist, wenn wir jetzt Balle Heu auswählen, können wir sagen, welche Größe gespawnt werden soll. Des Weiteren wurde die türkische Übersetzung hinzugefügt, sowohl auch die portugiesische Übersetzung. Der nächste Mod, der ein Update bekommen hat, ist Weitere Gänge. Der Mod ist von Barry Carleon und die Änderung, die vorgenommen worden ist, dass das Ganze in Multiplayer jetzt auch korrekt funktionieren soll. Der nächste Mod, der ein Update erfahren hat, ist das Bauernhaus. Der Autor dieses Mods ist Rayos Gplay. Und zwar ist hier ein kleines Bauernhaus noch hinzugefügt worden. Also wir haben hier das große Bauernhaus und wenn wir ins Baumenü gehen, finden wir auch das kleinere Bauernhaus. Ich kann es nicht hinstellen, weil ich natürlich immer nur ein Schlafträger pro Hof haben kann. Das heißt, ich könnte jetzt dieses hier abreißen und das kleine hinbauen. Damit wir beide gesehen haben. Die Downloadgröße für diesen Mod ist 5,41 MB und ist jetzt auch in der Version 1.1. Der nächste Mod mit einem Update ist der Kramer KL30.8T Kategorie Frontloader von Universe Simu Modding, Größe 10,21 MB, ist jetzt in der Version 1.0.0.1, ist für alle Plattformen. Was hinzugefügt worden ist in diesem Update, sind die Attacher für die Schläuche, vorne und hinten. Kommen wir zum ersten Mod, der neu hinzugefügt worden ist, und zwar ist das Kraftstofflager, ist von Missy B. Schön, dass sie Missy B zurück ist. Die Downloadgröße für diesen Mod ist 5,38 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei hier um einen Dieseltank und einen Dev-Tank, jeweils mit 10.000 Liter zu befüllen. Preis zum Hinstellen 2.500 €. Der nächste Mod, der hinzugefügt worden ist, ist das Getreide- und Flüssigkeitslager. Und zwar unter der Kategorie Silos. Autor auch Missy B.
Größe 5,41 MB, Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Der Mod beinhaltet drei Silo-Größen, und zwar das große Silo mit einer Kapazität von 20.000 Liter, Preis 90.000 Euro. Das mittlere Silo mit einer Kapazität von 500.000 Litern und einem Preis von 50.000 Euro. Und das kompakte Silo mit 250.000 Liter und einem Preis von 30.000 Euro ist hier unter Silos zu finden. Diese drei Lizards Silos. Und die nehmen, wie gesagt, Flüssigkeiten wie auch die normalen Feldfrüchte an. Der nächste Mod, der hinzugekommen ist, ist die mobile Tankanlage von Maxter in der Kategorie Diverses. Downloadgröße ist 0,80 Mega. Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist es hier eine mobile Tankanlage, die auf einem Pickup geladen werden kann. Ja, kann von Hand hochgehoben werden, auf dem Pickup gestellt werden, mit Spanngurten fixiert werden und dann kann der befüllt werden und auch entsprechend dann einen Trecker oder jedes andere Gerät befüllen. Der nächste Mod, der hinzugefügt worden ist, ist der Inno Elite 270. Es handelt sich dabei um einen Mulcher, und zwar wurde der erstellt von White Bull Modding. Downloadgröße ist 4,21 MB, Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Dieses Teil hier, das wiegt eine Tonne, braucht 75 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,7 Meter bei 12 km/h. Der nächste Mod, der hinzugefügt worden ist, heißt Echtes Tempolimit, ist von Viper GTS 96. Downloadgröße ist 17 KB, Version 1.0 und ist für PC oder Mac. Der Mod erlaubt, das Tempolimit mit den Geräten auf den Feldern zu erhöhen. Ne? So dass man die Limitierung, zum Beispiel in diesem Falle hier, wo ich einen Tiefenlockerer dran habe, kann ich im Normalfall 12 km/h fahren, kann aber bei Anwendung der Taste Alt und die 0 dieses Tempolimit aufheben. Das heißt, ich kann dann bei 25 km/h oder sogar höher, ich weiß nicht, wo das Limit ist, aber auf jeden Fall kann ich entsprechend schneller arbeiten. Ich möchte mal kurz noch die Map vorstellen, auf der wir diese Präsentation heute machen. Und zwar ist das die Alpenland-Map in der Version 1.0. Ist bei Farming Simulator 22 mods.com veröffentlicht worden. Und zwar ist diese Map von TuneWar. Eine richtig schöne kleine Landschaft in den Alpen. Auf dieser Map werden wir auch morgen den Livestream starten. Und zwar der Livestream, der morgen um 18 Uhr beginnt. Anlass ist das einmonatige Bestehen des LS22. Wir werden da ein bisschen einen Rückblick wie auch einen Ausblick machen, was bisher geschehen ist und was eventuell noch auf uns zukommt. Einfach ein bisschen fachsimpeln über den LS bisher. Es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen morgen um 18 Uhr begrüßen könnte im Livestream. Bitte einfach meinem Kanal folgen, das Video liken und auch die Glocke nicht vergessen, damit ihr morgen auch informiert seid. Der nächste Mod, den wir uns anschauen, ist der HW80 Holzanhänger. Und zwar wird er vorgestellt von Camilos 0397. Downloadgröße 5,21 MB, Version 1.0. Und zwar auch für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Holzanhänger, also zum natürlich Transportieren von Baumstämmen. Wiegt 3,9 Tonnen. Hat die Möglichkeit der Reifenbesetzung von Continental und Friedestein. Und kann an die Hauptfarbe wie auch die Felgenfarbe verändern. Der nächste Mod ist der Brandner Z15051/2XXL. Und zwar wird dieser Mod vorgestellt von Rival.
in der Version 1.0, Downloadgröße 11,26 Mega und auch für alle Plattformen. Der Anhänger hat ein standardmäßiges Ladevolumen von 13,7 Kubikmeter, wiegt 4,3 Tonnen, hat ein zulässiges Ladegewicht von 10,7 Tonnen und kann folgendermaßen erweitert werden. Also Bordwand 600 mm, 800 mm, das ist dann die große Ausstattung. Reifenhersteller Continental, Trelleborg, Michelin, BKT, Bredestein. Es kann auch eine Abdeckung hinzugefügt werden oder auch kann die Abdeckung entfernt werden oder kann nur der Aufbau drauf kommen, ganz wie einem lieb ist. Hier kann die Hauptfarbe geändert werden zwischen Rot, Orange, Schwarz und Grün. Der nächste Mod, der vorgestellt wird, ist das Böttinger Jumbo Pack. Und zwar wird der Mod vorgestellt von Schnippel Modding. Downloadgröße ist 57,66 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Hier gibt es vier verschiedene Grundgrößen, also der 6020, 6620, 7220 und der 120. Schauen wir uns den größten an. Der hat 46,6 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 12,5 Tonnen. Zulässiges Ladegewicht ist 18,5 Tonnen, braucht 250 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h. Reifenausstattung möglich, Trelleborg, Michelin, BKT, Bredestein und zurück zu Trelleborg. Zum Design gibt es eine kleine Pöttinger Tafel oder die große Werbetafel und alle dieser Ladewagen können mit Siliermitteltank ausgestattet werden. Der nächste Mod ist das Zürn ProfiCut 610. Es handelt sich dabei um ein Direktschneidwerk, welches perfekt ist für die Ganzpflanzensilage. Das Gewicht dieses Schneidwerkes ist 2,7 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 6,1 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Die Farbkonfigurationen, die möglich sind, ist das Glasgrün, das Fendtgrün und das John Deere Gelb. Der nächste Mod, der vorgestellt wird, ist die Avant Series. Und zwar handelt es sich hier um ein Pack von Kompaktladern. Vorgestellt wird der Mod von ITS oder ITS. Downloadgröße 38,04 MB, Version 1.0. Und für alle Plattformen gemacht. Die Avant Series hat zwei verschiedene Kompaktlader, der 420er und der 750er. Zusätzlich werden verschiedene Werkzeuge damit angeboten, wie zum Beispiel auch ein Adapter für den Kompaktlader, eine Kombikupplung, eine Dreipunktaufnahme, ein Mähbalken, Sichelmähwerk, Aufnahme für Sichelmähwerk und ein Bodengrubber oder ein Grubber. Die größere Version hat 49 PS, wird manuell geschaltet, hat einen Tank von 60 Litern, fährt mit 25 km/h, wiegt 2,4 Tonnen. Kann ausgestattet werden mit einem Arbeitsscheinwerfer, mit einem Heckgewicht verschiedener Größen, zwar 0, 35, 70, 105 und 140 Kilo. Reifenvariante haben wir Traktorprofil und Rasenprofil. Die Felgenfarbe kann frei geändert werden. Es gibt hierzu kein Nummernschild. Der nächste Mod, der hinzugefügt worden ist, ist der Class Axion 800 Series. Und zwar wird der vorgestellt von Nick Mori LS. Downloadgröße 10,81 Mega, Version 1.0 und zwar für alle Plattformen. Die Standardvariante kommt mit 205 PS, ist aufrüstbar bis zu 295 PS, wird stufenlos geschaltet, Tankgröße 455 Liter, 42 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h bei einem Gewicht von 9,1 Tonne. Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Bredestein, Nokian und so weiter. Design gibt es hier ein US- oder
EU-Design, Motorausführung wie angesprochen zwischen 205 und 295 PS. Und natürlich kann hier die Farbe, die Hauptfarbe wie auch die Felgenfarbe geändert werden. Und wir beenden unseren Rundgang mit dem Class Jaguar 8939. Dieser Mod wird von Giants selber herausgegeben. Downloadgröße 26,85 Mega, Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Feldhäcksler bei einer Leistung von 462 PS in der Standardversion. Wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankgröße von 1350 Liter, 130 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h. Hat einen Tank von 20 Liter und wiegt 13,8 Tonnen. Der kann ausgestattet werden mit Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT und Wredestein. Motorausführungen gibt es die 930er, die 940er, die 950er, die 960er, die 970er und die 980er Version, abgestuft bis zu 884 PS. Das Entladerohr kann gewählt werden zwischen normal, lang, extra lang oder ein kurzes Rohr. Und wie gewohnt hier auch das Nummernschild. Das war's auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr probiert den einen oder den anderen Mod aus. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich werde auf jeden Fall auch das ab und zu mal das Power Tool nutzen. Ich werde natürlich auch andere dieser Geräte mit in unsere Let's Plays mit einziehen. Es ist schön, dass du sehen, dass der LS wächst. Zumindest jetzt erstmal, was die Mods mit zusätzlichen Gerätschaften und Gebäuden betrifft. Natürlich auch die Script Mods sind natürlich zum Teil wirklich auch ein Lifesaver. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte lasst mir doch ein Like da, gebt mir ein Abo oder betätigt natürlich auch die Glocke. Bitte nicht vergessen, morgen um 18 Uhr unser Livestream mit dem Monatsrückblick seit dem Erscheinen vom LS vom 22. November. Wir werden dann auch diese Alpenland-Map in der Version 1.0 anspielen und natürlich auch begutachten. Vielversprechende Map, nicht etwas für ein großes Multiplayer, eher was für ein kleines, so für, sagen wir mal, ein Server mit 4 bis 8 Personen. Zu groß würde ich hier wahrscheinlich nicht gehen, aber mehr dazu morgen im Livestream. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder im Livestream. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.